Ja, meine sehr verehrten Kolleginnen, sehr verehrte Kollegen, lieber Dirk, Keynote ist gut. Du hast ja alles schon angesprochen, was ich auch hätte ansprechen wollen. Es wäre schwierig, nach der kleinen Tour d'Horizon von dir jetzt noch Dinge zu sagen. Aber ich kann sie ja ein bisschen sozusagen aus meiner oder unserer Sicht ergänzen. Ich hoffe nicht, weil ich nicht alles mitbekommen habe, dass sich jetzt hier zu viel doppelt und sich wiederholt. Aber ich denke, schon ein paar Dinge sind dabei, die ja, vielleicht auch von Interesse sind und ein bisschen zeigen, was wir uns seitens der Bundesärztekammer so vorstellen. Ich darf erstmal ganz herzlich grüßen seitens des Vorstands der Bundesärztekammer und freue mich sehr, dass das heute wieder hier in dieser Form stattfinden kann. Es ist ja eine bewährte, etablierte Veranstaltung, muss man wirklich sagen, die, finde ich, ein tolles Format und eine tolle Qualität hat. Impfen, Digitalisierung und Nachhaltigkeit, Demografie, Entwicklung der kommenden Jahre unter den Vorzeichen von Demografie und Corona-Krise ist das Stichwort, unter dem die diesjährige Spielvertagung steht, der Fachärztetag steht. Und dann will ich drei, vier Dinge zum Thema Corona sagen, dann ein bisschen was zum Thema Ukraine, logischerweise, und dann vielleicht ein bisschen den Blick werfen auf das, was auf uns zukommt und was aus unserer Sicht zu bewältigen geht und wo wir auch, glaube ich, eben als Berufsstand trendsetzend sein müssen und unsere Vorstellungen deutlich artikulieren müssen. Zu Corona muss man sagen, ist die neueste Nachricht, dass die Quarantäne kürzer dauern soll und man sich früher freitesten kann. Das, glaube ich, ist eine richtige Entscheidung, aber die ist jetzt nicht so richtig gefällt aus Überzeugung, sondern die fällt eher so ein bisschen nolens volens, weil es jetzt nicht anders geht, weil sonst einfach alle so lange weg sind, dass die Infrastruktur der Kliniken und auch an anderen Stellen eben so leidet, dass man die Auffassung hat, das muss jetzt anders werden. Ich finde das insofern bemerkenswert, weil sich herausstellt und man feststellen kann, wie die Realität sich ihren Weg bahnt. Und das hat sich bei der Pandemie an vielen Stellen gezeigt und das zeigt sich auch an anderen Stellen. Und es wäre vielleicht klüger, wenn man nicht immer versuchen würde, mit ideologischen Vorstellungen etwas drüber zu stülpen und in der Vorstellung zu leben, dass das dann einfach zu gehorchen hat, weil man eine ideologische Vorstellung hat, wie das gehen muss und was passieren muss. Und dann hinterher feststellen muss, das geht alles so nicht, sondern wenn man sich vorher ein bisschen pragmatisch mit den Dingen auseinandersetzte und sich überlegte, was ist angemessen, was ist vernünftig, wie erreiche ich mit einem vertretbaren Aufwand ein wünschbares Ziel und möglichst viel. Und diese Einstellung ist bei Corona an vielen Stellen aus meiner Sicht nicht der Fall gewesen. Es wird spannend zu sehen, was mit dem Thema Impfpflicht passiert. Ich bin für die Impfpflicht, definitiv. Trotzdem, glaube ich, müssen wir uns sehr genau überlegen, wie wir das ausgestalten und so organisieren, dass am Schluss tatsächlich auch eine erhöhte Impfquote dabei herauskommt. Dass es nicht nur eine windelwarme Ankündigung bleibt, deren Umsetzung und deren Erfolg dann hinterher gar nicht feststellbar ist. Und da wird es dann im Detail sicherlich nicht unproblematisch. Und es wird auch nicht ganz unproblematisch unter den rechtlichen Gesichtspunkten, da bin ich ziemlich überzeugt. Ich habe gestern ein längeres Telefonat mit Friedrich Merz gehabt von der CDU zu dem Thema, der mir sagte, dass in der CDU-Fraktion die Unterstützung und die Bewertung auch unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten zum jetzigen Zeitpunkt eher ein bisschen kritisch ist und jedenfalls nicht so ist, dass man sagen kann, das läuft jetzt ganz einfach durch den Bundestag durch und wird Realität. Es ist erschütternd, finde ich, und überraschend festzustellen, dass es uns nicht gelingt, trotz zwei Jahren Pandemie, trotz massiver Maßnahmen, trotz unserer Bereitwilligkeit zu diskutieren, mit Menschen zu sprechen, die Impfvorbehalte haben, aus welchen Gründen auch immer, dass wir doch noch eine so große Zahl, einen so großen Prozentsatz von erwachsenen Menschen in dieser Republik haben, die ja komischen Vorstellungen anhängen und sich die seltsamsten, abstrusen Vorstellungen im Kopf zurechtlegen und sich gegen das Impfen wehren. Das ist bei uns in Deutschland schon auch noch mal ausgeprägter als andernorts. Ich habe das vorgestern Abend bei einer Veranstaltung gesagt, so ein bisschen hat es vielleicht auch damit zu tun, dass bei uns die Romantik in Deutschland ja auch ganz besonders ausgeprägt stattgefunden hat als Epoche. Und insofern unwissenschaftliche, unsachliche, etwas von geistigen Ideen überhöhte Vorstellungen in dieser Nation und in unserer Gesellschaft einfach eine andere Kraft besitzen, als das vielleicht in angelsächsischen oder skandinavischen Gesellschaften der Fall ist, wo man vielleicht sachlicher und einfach nüchterner mit den Dingen umgeht. Und nichtsdestotrotz, glaube ich, müssen wir es bearbeiten und müssen wir es beantworten. Und wenn es uns nicht gelingt, einen weiter größeren Teil von Menschen
zum Impfen zu bewegen, dann steht uns eben leider wahrscheinlich, dass wir ins Haus, was wir auch im letzten Winter gehabt haben, nämlich wieder Maßnahmen, die Einschränkungen bedeuten. Einschränkungen, und das ist vielleicht nochmal eine letzte abschließende Bemerkung zum Thema Corona. Einschränkungen, die ja vielleicht für die meisten, die hier sitzen, nicht so das ganz große Drama darstellen. Ja, wir sind dann geimpft, geboostert, lassen uns auch von mir aus testen, 2G, 3G, was auch immer, Homeoffice, Umgang mit virtuellen Techniken ist für uns nicht das Problem. Und wir sind auch alt und erfahren und lebenserfahren genug, dass wir es auch mal aushalten, etwas mehr alleine zu sein, uns mit uns selbst zu beschäftigen. Aber ich sage mal, für Menschen und für Jugendliche, die 14, 15, 16, 18 sind, Anfang 20, im Studium, in der Pubertät, Menschen, wenn man sich daran zurückerinnert und sich noch versucht zu erinnern, wie das Zeiterleben war, als man 16 Jahre alt war, das 16. bis 17. Lebensjahr, da war ein Lebensjahr so angefüllt mit Lebenserfahrungen wie heute 10 Lebensjahre. Ja, das erscheint aber auch im Rückblick noch unglaublich lange. Und es waren unglaublich einschneidende Erfahrungen der Selbstständigkeit, der Emanzipation von Eltern, Kontaktaufnahme mit dem anderen Geschlecht und was weiß ich nicht, alles lauter Dinge, die von ganz großer, eminenter Bedeutung und Prägung im Leben eines Menschen sind. Und wenn ich in dieser Zeit 2 Jahre lang gesagt bekomme, Social Distancing, bleib zu Hause, du kannst bestenfalls nur einen Freund oder eine Freundin treffen und sonst keinen oder auch gar keinen, dann hat das Auswirkungen. Und das sind Auswirkungen, die nicht zu unterschätzen sind und deren sozusagen dann mittelbare Wirkungen, die mit Zeitverzögerung auftreten, treten mit einer großen Zeitverzögerung auf. Von 5, 10 oder mehr Jahren und werden uns dann einholen. Und sie holen uns auch jetzt schon ein, wie wir wissen von Kinder- und Jugendpsychiatern, indem natürlich diejenigen, die psycholabil sind oder auch eine psychische Erkrankung haben, jetzt in viel größerem Umfang und häufiger Hilfe bedürfen. Und das sind alles Aspekte, die in dem Kontext berücksichtigt gehören, die reflektiert gehören, die mir in der ganzen Debatte, in den ewigen Talkshows, in denen immer dieselben, nicht die gleichen, dieselben Menschen gesessen haben und uns immer dasselbe erzählt haben, nicht ausreichend diskutiert worden sind. Das darf ich an dieser Stelle einmal hier festhalten. So. So viel zum Thema Corona. Zum Thema Ukraine, glaube ich, können wir Ärzteschaft relativ stolz auf das, auf alles das, was wir tun. Ich glaube, die Hilfsbereitschaft innerhalb unseres Berufsstands, innerhalb unserer Organisationen, Verbände, Kammern, Selbstverwaltungseinrichtungen, aber auch die Bereitschaft in der gesamten Gesellschaft sind riesig. Ich hoffe, dass das so bleibt. Ich habe aber den Eindruck, dass das so ist. Und es ist nicht nur auf Deutschland beschränkt, sondern betrifft ganz Europa, betrifft Ungarn, Polen, die Anrainerstaaten, in denen ja noch viel, viel mehr Menschen jetzt als Flüchtige ihren Schutz suchen, als es bei uns noch der Fall ist. Und bei uns, ich komme gerade über den Bahnhof und bin da ja, weil ich da häufig an- und ablege, in Anführungszeichen, mehrfach in der Woche. Und wenn man da sieht, was da sozusagen ankommt, ganze Züge, die dann im Wesentlichen natürlich Kinder und Frauen hier Zuflucht suchen, dann ist das schon erschütternd, wenn man sich überlegt, was sich hinter jedem einzelnen Schicksal verbirgt, wenn man da 10, 15 Kinder auf dem Bahnsteig sitzen sieht und mit ihren, was ich, Spielzeug oder irgendwelchen Puppen und Teddys unterm Arm, die einfach weg nichts anderes haben als ein kleines Köfferchen, und das war alles. Und zu Hause gibt es unter Umständen auch gar nichts mehr. Es ist eine Bombe draufgefallen, da ist Tabula Rasa. Das sind ja Dinge, die unsere Großeltern noch auch im Eigenleib erfahren haben in unserem Land, die wir alle nur vom Hörensagen aus dem Geschichtsunterricht kennen. Und ich glaube, so viel Fantasie, bei aller Fantasie Begabtheit und allem Wunsch, sich das vorzustellen, können wir gar nicht aufbringen, um nachzuvollziehen, wie diese Menschen sich fühlen müssen. Und insofern ist alle Hilfe und jede Hilfe sicher super und angebracht. Und wir haben seitens der Bundesärztekammer gemeinsam mit dem BMG und dem Auswärtigen Amt ein Portal freigeschaltet, auf dem sich freiwillige Ärztinnen und Ärzte, die bereit sind, in die Ukraine zu gehen oder in die Anrainerregionen zu gehen und dort medizinische Hilfe zu leisten, registrieren lassen können. Da stehen inzwischen über 900 drauf. Nur das Auswärtige Amt und das BMG kommt nicht in die Puschen, sozusagen dafür zu sorgen, dass diese Menschen dann auch so vermittelt werden, dass sie dann dahin können, wo Bedarf ist. Und wir haben jetzt, glaube ich, jede Woche zwei, dreimal angerufen. Alexander Lückers hat gestern noch mal wieder versucht, da mit dem Auswärtigen Amt zu sprechen. Die sind etwas flotter. Im BMG ist Tiefschlaf. Und die Kollegen sitzen da und haben sich jetzt gemeldet und warten eigentlich darauf, dass man vielleicht irgendwie sich mal eine Organisation meldet, Rotes Kreuz oder was auch immer, wo sie dann sagen können, da kann ich hin und da kann ich mal 14 Tage unter Umständen aushelfen und mithelfen. Also auch da, finde ich, zeigt sich in diesem Land,
das hast du ja eben auch schon vielen Dingen angesprochen, Dirk, dass wir im Hinblick auf pragmatisches Handeln, Organisation, wirksame Organisation, eine Tendenz haben zum Overengineering und zum Überorganisieren, eine Verrechtlichung alles unseres Handelns in einer Tiefe und einer Intensität, die dann sozusagen in der Folge Dokumentationspflichten und bürokratischen Aufwand bedeutet, der hat Dimensionen erreicht, von denen muss man sagen, die gehören irgendwann jetzt mal auf den Prüfstand. Und ich finde, wenn nicht Pandemie und Ukraine-Krieg geeignet sind, die auf den Prüfstand sind, wann denn dann? Ja, also ich finde, dass das ganz hohe Zeit ist. Ganz hohe Zeit. Und das waren mal Tugenden unseres Landes, unserer Gesellschaft, für die uns, ich habe in Italien studiert, auch die Deutschen, ganz super organisiert, präzise, pünktlich, das war sozusagen in dem Nimbus oder in der Vorurteil, was die von uns haben, in diesem positiven Vorteil, leben die Italiener und die Südeuropäer immer noch. Stimmt bloß nicht mehr. Ja? Inzwischen, ich sag mal, bei der Pandemiebewältigung waren in Italien einheitlichere Bedingungen und Verhältnisse und es war viel einfacher für die Menschen, sich an dem zu orientieren, was sie tun sollten und auch lassen sollten, als es bei uns der Fall war mit dem wahnsinnigen föderalen Flickenteppich, wo es hier so war, in Berlin ganz anders als in Brandenburg und in Bremen anders als in Schleswig-Holstein, beziehungsweise in Niedersachsen. Also das war schon wirklich mühsam. Also, insofern glaube ich, es bedarf zur Diskussion über die Gesundheitspolitik hinaus. Im Rahmen der Gesundheitspolitik, Dirk, hast du schon angekündigt, wir haben so ein kleines Papier, ausgewählte politische Schwerpunkte in der BMG-Arbeitsplanung 2022, haben wir alle bekommen, haben wir vorgestern, glaube ich, bekommen, aber Datum stand 8.3. Ich behaupte, es ist vordatiert worden. Das ist auch vorgestern erst gemacht worden. Man hat mal 8.3. draufgeschrieben, damit es so aussieht, als wenn wir schon ein bisschen länger befasst wären. Das ist mein Eindruck. Und ich bin bei Karl Lauterbach gewesen, vor 3 Wochen etwa, und habe mich mit ihm über alles Mögliche unterhalten. Der Umgang war sehr höflich und respektvoll, beiderseits. Und insofern durchaus angenehm. Ich glaube auch, dass er von den Dingen deshalb auch natürlich was versteht, weil er ja immerhin Medizin studiert hat. Und das nehme ich ihm auch ab. Aber also nicht das Studium, sondern dass er sich Mühe gibt, das alles nachzuvollziehen, was wir tun. Also nicht, dass ich hier irgendwie eine falsche Nachricht zitiert werde. Also so war das nicht gemeint. Aber ich habe den Eindruck, dass die Herausforderungen, die immer noch mit Corona rundherum an ihm hängen und auf ihm lasten, ihn schon sehr, sehr belasten und vielleicht auch grenzwertig auslasten. Und mit dem, er sagt ja 3 Dinge, Baustelle Corona, Ukraine und dann noch die normale Gesundheitspolitik. Er ist sehr vage geblieben in den Zielen der allgemeinen Gesundheitspolitik und Fortentwicklung unseres Gesundheitswesens, sodass ich, abgesehen vom Thema GOE, zu dem wir ja später noch kommen, wo ich dann ein bisschen dazu extra berichte, wir natürlich über viele andere Dinge gesprochen haben. Es war ganz frappierend zu sehen, ich hatte etwa eine Woche vorher einen Termin mit seinem Staatssekretär Edgar Franke, den ich sehr schätze, als einen sehr zugänglichen und auch konstruktiven Mann. Und wir haben uns darauf verständigt, dass bei der Überlegung Krankenhausstrukturreform soll eine Kommission eingesetzt werden. Da haben wir gesagt, ja, da würden wir als Ärzteschaft gerne mit an Bord sein bei der Kommission. Und wenn das nicht machbar ist, dass man in der ersten Reihe sitzt, dann mindestens mal in der zweiten, in Anführungszeichen, dass man nah dran ist und auch Dinge und Stichworte und Überlegungen eingeben kann und reingeben kann im Stato nascendi dieser Vorhaben auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch vielleicht dann von mir aus auch erst im vertrauensvollen Umgang sehr früh auch Rückkopplungen und erfährt, was haben die, denkt man sich dort aus. So, Aussage von Edgar Franke ist, ja, wir setzen das, kann ich noch nicht bestätigen, weiß ich auch nicht, müssen wir mal schauen, aber wir wollen da Menschen reinsetzen, die praktischen, realen Sachverstand aus den Dingen mitbringen und Realerfahrung sozusagen besitzen, damit sie das und diese dann auch vernünftig einbringen können. Da habe ich gesagt, das ist eine gute Idee, das würde ich auch so machen. Der Minister sagt dann was ganz anderes. Der sagt auf meine Nachfrage zu dem Thema, ja, also das übersetze ich, da kommt gar keiner rein, der irgendwie eine Organisation vertritt, weil ich weiß ja schon vorher, was Sie alle sagen, ich weiß, was Sie sagen werden, ich weiß, was Herr Gass sagen wird, ich weiß auch, was Frau Vogel auf dem Pflegerat sagen wird, weiß ja alles vorher, ich, hat er ja nicht ganz unrecht, trotzdem sozusagen muss man sagen, ist es eigentlich, wäre es durchaus verlangbar, sage ich mal so unsererseits, dass man da drin sitzt. Dann sagt er, nein, und deshalb kommen dann nur Wissenschaftler rein. Also Menschen, das habe ich auch genauso gemacht, als ich hier in Berlin diese Zusammenlegung von Charité und Vivantes, die Kontaktaufnahme mitorganisiert und moderiert habe. Das ist damals sehr gut gelaufen, sei in seiner Wahrnehmung. Und so mache ich das da auch. Es liegt in seinem Ermessen, es so zu machen, wie er es möchte. Es ist bloß ein diametral anderer Ansatz, als der, den sein Staatssekretär mir mitgeteilt hat. Das ist jetzt, das ist die Realerfahrung, die man dann macht.
Und die machen wir mit ihm natürlich an manchen Stellen. Und nicht nur wir, auch glaube auch sein Ministerium selbst macht die gelegentlich, weil er im Eifer des Gefechts und im Eifer der Diskussion eben auch dazu neigt, dann Positionen zu beziehen, die noch nicht mit der Arbeitsebene in irgendeiner Form ausreichend konsentiert sind. Und das führt dann gelegentlich bei uns und nicht nur uns auch zu Verwirrung. Und insofern ist, glaube ich, unser Eindruck ähnlich, dass wir sagen, das ist ja eigentlich die Auflistung aller Dinge, die im Koalitionsvertrag stehen. Das sind nur Schlagworte. Und da stehen da so Zeitplan, so halb, so Zeitziele halbwegs weich drin. Aber so richtig priorisiert, erstens, zweitens, drittens, das ist das Wichtigste. Da wollen wir das so und so machen. Die Leute nehmen wir mit an Bord. Also es ist sehr dünn und sehr wenig aussagekräftig. Und insofern, glaube ich, ist es richtig, wenn man immer noch davon spricht, dass die Vorhabenplanung im BMG aktuell noch dürftig ist und noch nicht richtig konkret und erkennbar. Und insofern, glaube ich, müssen wir uns davon etablieren oder emanzipieren und freimachen und die eigene Vorhabenplanung auf den Weg bringen. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, gibt es ein paar Dinge, die wir uns vor Augen führen sollten und an die wir uns erinnern oder die wir uns klar machen sollten, die, glaube ich, alle Bemühungen, die wir miteinander auf den Weg bringen, prägen werden. Und das eine ist definitiv, dass wir in absehbarer Zeit, und das ist ein Zeitraum von etwa 5 bis 7 Jahren, einen wirklich relevanten Arzt- und Ärztinnenmangel haben werden. Und der wird erheblich sein, und zwar in allen Bereichen, im stationären Bereich, im ambulanten Sektor der hausärztlichen und fachärztlichen Versorgung. Ich bin Jahrgang 60, also Babyboomer, erster großer Babyboomer-Jahrgang, 64 war der geburtenstärkste Jahrgang der Bundesrepublik Deutschland. Und danach ging es bergab. Wer 1964 geboren ist, der ist in 5 Jahren dann im rentenfähigen Alter und 6 Jahren. Wenn die dann sozusagen sukzessive ausscheiden und nicht alle bis Anfang 70 arbeiten, wie der Kollege, von dem du berichtet hast, das ist ja eine Ausnahme und du hast ihn ja zu Recht als Helden bezeichnet. Das ist aber auch natürlich abhängig von Vitalität und von Gesundheit, die man haben muss und auch Leidenschaft, die man hat für seinen Beruf. Die wird uns ja an vielen Stellen Telematik, Gematik und so auch genommen. Und ich kann viele verstehen, die sagen, ich kann es jetzt nicht mehr ertragen und ich lasse es. Aber ein paar werden es tun, aber eben nicht alle. Und in der Summe wird es bedeuten, dass wir mit immer weniger Menschen immer mehr Menschen versorgen müssen. Denn zeitgleich gehen diese Kolleginnen und Kollegen und alle Koetanen der gleichen Jahrgänge der gesamten restlichen Gesellschaft kommen in die Lebensjahre, in denen Behandlungsbedarf, Erkrankung statistisch häufiger ist und stattfinden muss. Und das betrifft nicht nur unseren Beruf, sondern es betrifft die Pflege ganz genauso und auch viele andere Gesundheitsberufe rund um unseren herum. Und insofern, glaube ich, sind wir alle miteinander eher aufgerufen, uns aktuell darüber Gedanken zu machen, wie man denn verantwortlich die Dinge organisieren kann, sodass man sagen kann, es kommt bei den Patientinnen und Patienten das Richtige an. Unsere Effizienz ist möglichst groß. Wir vergeuden keine Zeit mit Überflüssigem. Wir machen angemessen jeder das, was er am besten kann und wo er wirklich erforderlich ist. Und dann kommen wir zu dem Thema interprofessionelle Zusammenarbeit an der Stelle. Was lassen wir dazu? Ich habe vorgestern auf einer Tagung des Bundesverbandes der Deutschen Pflegeberufe mitdiskutiert und habe natürlich Wert darauf gelegt, dass man nicht den kleinen Arzt machen kann, indem man sich als Pflege akademisiert. Das nicht. Aber man kann natürlich über die bisherigen Kompetenzen hinaus neue erwerben in der Pflege des Patienten oder der Patientin, die es uns in Zukunft erleichtern werden, miteinander mehr zu tun und besser zu arbeiten als in der Vergangenheit. Und in Einzelfällen kennen wir die Dinge ja da, wo man sich gut kennt, sowieso. Und das sind aber, dürfen keine Einzelfälle sein, sondern es muss ein Standard sein. Und es muss das Thema sektorübergreifende oder sektorverbindende Organisation jetzt mal über das Maß derjenigen, die sich von sich aus selbstständig organisiert auf den Weg gemacht haben. Es sind ja viele und zahlreiche inzwischen, ohne Frage. Trotzdem, über die hinaus muss es systematisch anders angefasst werden. Und das Thema Hybrid-DRG ist ein großes an der Stelle, bei dem ich ebenfalls reklamiert habe, dass wir mit dabei sein wollen bei der Ausgestaltung dieses, wenn man so will, dieses Vergütungselementes, was natürlich, wenn es richtig gemacht ist, sehr gut geeignet sein kann, dafür zu sorgen, dass die Übergänge an dieser Stelle viel fließender, viel selbstverständlicher und viel elastischer und entspannter werden, als es aktuell immer noch der Fall ist. Und wenn unsere Generation natürlich von viel Konkurrenzempfinden geprägt ist, auch untereinander, das darf man ehrlicherweise zugeben. Das ist ja so, als ich anfing vor 30 Jahren, war es definitiv so. Es gab viele niedergelassene Haus- und auch Fachärzte und die Patienten hatten häufig die Wahl und wurden überall sozusagen aufmerksam empfangen. Das hat sich total verändert. Inzwischen ist es so, dass ich zusehen muss, wie ich eben mit den Dingen und mit den Menschen, die bei mir in der Praxis stehen, vernünftig und verantwortlich fertig werde, sie gut versorge
Und das ist ein anderer Blick auf die Dinge. Und es sind nicht alle in unserem Berufsstand und nicht alle auch in Funktionen, in Organisationen und Verbänden, haben diesen Switch im Kopf schon richtig komplett vollzogen. Da ist noch mancher Reflex, der was zu tun hat mit Konkurrenzschutz und mit Abgrenzung. Und das müssen wir überwinden als Berufsstand, indem wir kritisch und sachlich und offen darüber diskutieren. Und wir müssen natürlich dafür sorgen, dass unsere Belange als Berufsstand angemessen vertreten sind. Und da finde ich den Begriff des arztzentrierten Gesundheitswesens einen, der ist ja so ein bisschen ein Kampfbegriff, der an manchen Stellen verwandt wird. Ich finde, das ist von ganz automatisch am Schluss arztzentriert, weil die wirklich ganz relevanten Entscheidungen, in denen es um alles oder nicht geht, am Schluss von uns gefällt und getragen und mitverantwortet werden müssen oder hauptverantwortet werden müssen. Und insofern lässt sich Verantwortung nicht teilen. Und es geht im Wesentlichen darum, dass unter einer vernünftigen Verantwortungsorganisation vernünftige, sondern auch tatsächliche Versorgungsstrukturen sich etablieren. Und da bin ich sehr gespannt, ob dieses Ministerium und die aktuelle Regierung da gesprächsfreudiger und auch, sagen wir mal so, ja, mitnahmefreundlicher ist, als es in der Vergangenheit der Fall war. In der letzten Legislatur haben wir uns mit TSVG, mit viel Technischem zu Beginn befasst. Und dann hatten wir Corona und hatten Infektionsschutzgesetz im Wesentlichen. Damit ist die Legislatur eigentlich fast beschrieben. Die jetzige, hoffe ich, wird anders und wird uns an dieser Stelle mehr bieten. Bisher habe ich die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Es sind 100 Tage vergangen, in denen relativ wenig dazu außer ganz wolkigem, nebligem gesagt worden ist. Wir haben an ganz vielen Stellen als Verbände, als Organisationen wie SPIFA, als Bundesärztekammer und als Kassenärztebundesvereinigung unsere Bereitschaft mit einzusteigen, zigmal unter Beweis gestellt und auch zigmal erklärt. Ich erwarte eigentlich, und das ist meine Botschaft von hier an diesen Minister, der heute ja eigentlich hier auch hätte sprechen sollen, und den ich nur schlecht vertreten kann, aber dem ich was mit auf den Weg geben kann und will an dieser Stelle, dass er, glaube ich, dann gut beraten ist, wenn er ärztlichen Sachverstand, nicht nur den ärztlichen Sachverstand, aber den eben auch und in relevanter Form einbindet in jede Form von Reform, die angedacht wird und die auf den Weg gebracht werden soll. Und wenn man das ehrlich, offen, konstruktiv, vertrauensvoll und mit Zuversicht tut, dann, glaube ich, wird da ganz bestimmt was draus. Und wenn die Dinge weiter an uns und gegen uns organisiert werden, dann wird das Miteinander schwierig, dann wird das wenig Freude bereiten und auch nicht wirklich vorangehen. So viel dazu. Und ich könnte jetzt natürlich noch zu vielen Einzelthemen was sagen, wir haben aber gleich noch das Thema GOE, spare ich aus. Ich würde sagen, an dieser Stelle mache ich jetzt für den Moment erstmal Pause und übergebe es dir wieder und dann sind wir gleich in der Podiumsdiskussion. Wunderbar, ganz herzlichen Dank. Musik.